Willkommen zum Heidelberg Games Adventskalender 2020 zusammen mit Heidelberger Spieleverlag und unseren Flagship Stores. Und heute bin ich, darf ich sogar sagen, wieder in unserer wunderschönen Hauptstadt in Berlin bei Peter Feller, der uns nochmal ein weiteres Spiel vorstellen wird. Aber erstmal, wie ich natürlich begrüße, Peter, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf. Peter, du warst ja schon am 6. Dezember bei uns am Nikolaustag und hast da zwei wunderschöne Familienspiele vorgestellt, Wortspiele auch, wo wirklich und Ratespiele, wo jeder mitspielen kann. Dein Fachgeschäft, das Funtainment in Berlin, ein großes Geschäft, hat aber eine wahnsinnige Bandbreite und heute gehen wir mal ans ganz andere Ende dieser Bandbreite. Und du hast noch einen Tipp für uns, was man noch machen könnte an Weihnachten 2020 als Geschenk, als Spieletipp. Zeit ist ja dafür. Also Peter, was hast du mir denn mitgebracht? Genau, da unsere Auswahl ja wirklich vom Familienspiel bis zum reinen Nerdspiel reicht, würde ich euch heute noch Adrenalin empfehlen. Da wir da gerade keine mehr haben, da sie uns die letzten Tage leer gekauft haben, schon im großen Zuge, kann ich es euch leider nicht in der Box als Box zeigen, aber es ist ein super Spieletipp, denn wer wollte nicht schon immer mal seine Freunde also brettspielmäßig Ego-Shooter-like wegbrezeln? Adrenalin ist ein Multiplayer-Ego-Shooter als Brettspiel. Schön ist, er kommt ohne Würfel aus. 2 bis 5 Spieler können daran teilnehmen, wobei es natürlich ab 3 bis 4 deutlich lustiger wird, weil je mehr Spieler, desto mehr Gemetzel. Und ihr könnt bis zu 20 verschiedene Waffen aufsammeln, also nicht zeitgleich, aber die Auswahl ist 20 Waffen. Und ihr müsst halt schauen, dass ihr genug Munition sammelt, die zu der Waffe passt, um dann eure Gegner umzunieten oder mit dem Flammenwerfer ganz klassisch wegzubrennen. Aber das Schöne daran ist der Vorteil nicht immer den gleichen jagen, sondern wenn ihr immer den gleichen Gegner umknallt, gibt es halt immer weniger Punkte, weil der gleiche wird immer weniger Punkte wert, je öfter er gestorben ist. Konzentriert euch auf die anderen und so macht es deutlich mehr Spaß. Spielzeit, je nachdem wie schnell ihr seid, so eine halbe Stunde bis Stunde und mal was ganz anderes. Ganz genau. Von CGE, dein Spieletipp, wenn man jetzt sich nicht am Computer komplett verlieren will in den Tagen. Brettspiele ist ja das eine, aber viele spielen natürlich auch Videospiele. Das ist ja ganz normal. Aber hier haben wir keinen Hybridkandidaten, sondern der bringt das, wird das Spielgefühl aufs Brett übertragen. Du hast es vorgestellt, mit zunehmender Spielezahl dauert es ein bisschen länger. Wie ist so gibt es denn hier auch diesen Effekt, dass man dann immer alle gehen auf einen und dann ist man ja, naja, man kennt das ja, einer campt und die anderen sagen, nee, jetzt holen wir uns den oder wie ist es da geregelt in dem Spiel? Das ist ja das Schöne dran, dass der Gegner, wenn du immer nur den gleichen Spieler abschießt, er punktemäßig weniger wert wird. Also deswegen immer den am besten jagen, der noch am wenigsten gestorben ist, weil der am punkteintensivsten ist oder die meisten Punkte einfach noch euch bringt. Dadurch wird das Problem sehr schön umgangen. Ganz genau. Und es gibt sogar noch, du kannst ja auch alles besorgen als Fachhändler für in und um Berlin, auch wenn du gesagt hast, heute, genau am heutigen Tag wäre es nicht mehr bei dir zu haben, aber prinzipiell ist es natürlich über dich zu haben. Das gilt, denke ich, auch für dieses Modul, das es einmal gab. Also wenn ihr nämlich noch mal zu sechs spielen wollt, dann gibt es noch das Teamplay, auch als DLC bezeichnet, ganz stylisch, wie das bei so Videospielen immer heißt. Peter Feller heute vom Funtainment Berlin. Und es ist ja kein Zufall, dass du heute hier bist. Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, heute ist der 15. Du warst am 6. dran. 15 minus 6 ist 9. In 9 Tagen ist Weihnachten. Nein, ich glaube natürlich nicht an Verschwörungstheorien und du auch nicht. Und deswegen glauben wir auch nicht, dass der Shutdown, der nach diesem Tag eintritt, irgendeine Verschwörungstheorie anheim oder daher rührt. Vielmehr würde mich interessieren, wie gehst du denn die nächsten Tage damit um? Ist seit ab morgen dann auch geschlossen? Ist das richtig? Leider ja. Erstmal werden wir heute noch überleben müssen, weil ja Samstag und gestern haben sie uns die Spiele aus den Händen gerissen. Weil natürlich, was ist eine bessere Beschäftigung als Brettspiele für zu Hause derzeit? Wir werden ab morgen auch wieder weiterhin Lieferungen anbieten
und auch die kontaktlose Abholung vom Laden. Also schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr das wollt, anrufen, wir sind erreichbar. Ihr könnt die Sachen dann bei uns vor der Tür jederzeit bekommen. Okay, das habt ihr auch im ersten Lockdown, hieß es da, noch ja so gehandhabt. Ansonsten, wenn man sich nicht sicher ist, denke ich, wahrscheinlich anrufen, wahrscheinlich eine Nachricht schreiben, in welcher Form auch immer. Genau. Und ihr versucht euer Möglichstes, wirklich alle Anfragen zu beantworten. Genau. Ne? Wir hatten auch im ersten Lockdown Video-Calls, wo Leute dann per Handy durch den Laden geführt worden sind, um die Regale zu stöbern. Also es gibt nichts, was wir nicht anbieten. Wir möchten euch natürlich die Chance geben, weiterhin die tollen Spiele von den verschiedenen tollen Verlagen zu bekommen. Okay, das freut uns sehr. Heute war das Spiel, das du vorgestellt hast, der Spiel- und Geschenktipp war das Spiel Adrenalin von Check Games Edition. Da gibt es auch diverse Videos davon im Netz. Heute werden wir keines zeigen, denn es gibt keinen Trailer. Ich kann das ein oder andere empfehlen. Es gibt eins vom Spieleblog zum Beispiel, wo das sehr ausführlich beschrieben wird und auch erklärt wird. Und müsst ihr einfach mal im Netz schauen. Deswegen werden wir jetzt hier zum Ende kein Video einspielen. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für heute, Peter. Hast du noch Wünsche sozusagen für die nächste Zeit oder bist du erstmal wunschlos glücklich, wenn du den Tag heute überlebst? Beides. Natürlich der größte Wunsch, dass alle gesund bleiben und wir uns auch in Zukunft wiedersehen und ich auch vielleicht doch nochmal irgendwann hier sein darf oder nächstes Jahr, wer weiß. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden, der noch vorbeikommt heute oder die nächsten Tage bei uns bestellt. Das hilft uns kleinem Händler natürlich sehr, wenn die Kunden nicht bei irgendwelchen großen Online anbestellen, sondern lieber den kleinen Einzelhandel, am besten lokal, wo auch immer, unterstützen. Und wir unterstützen euch auch noch in einer Sache dabei. Da möchte ich noch ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Und zwar auf unserem Discord-Server findet ihr nämlich das Video von heute von Peter und mir wieder und natürlich dann auch mit dem Link zu seinem Laden und der Möglichkeit, dort zu bestellen. Zum anderen aber auch die Türchen sind dort nicht zu finden, die ihr heute suchen müsst, weil Peter ist ja auch weiterhin Teil unseres Adventskalenders und das ist ja eine Schnitzeljagd im Internet und an dieser Schnitzeljagd könnt ihr weiterhin teilnehmen, dann könnt ihr das Spiel von heute auch gewinnen, nämlich Adrenalin oder, und, ist kein Oder, am Ende einer großen Hauptziehung, beim Hauptpreis, Ziehung zum Hauptpreis mitmachen. Dazu müsst ihr aber alle 24 Türchen gefunden haben. Da ist es aber auch so, dass man auch das Türchen zum Beispiel vom 6. beim Peter auch noch finden kann, das aber vielleicht woanders ist als das vom 15. heute. Also ihr müsst schon beide angeklickt haben, würdet an beiden Einzelverlosungen teilnehmen und an der großen Schlussziehung dann nach dem 24.12. Damit genug der Worte, adventskalender.heidelberg.de, alle teilnehmenden Flagship-Stores zu finden. Das musste jetzt alles nochmal loswerden, Peter. Tut mir leid. Damit bin auch ich am Ende, habe das Wesentliche gesagt. Und wer weiterspielen möchte, auch wenn ich Peter die nächsten Tage treffen möchte, auf dem Discord-Server spielen wir weiter unsere Spiele von den ganzen Herstellern, die wir vertreten. CGE, Horrible Guild, Mebo Games und natürlich Heidelberg Games, das sind wir ja selbst. Und vielleicht schaut auch der ein oder andere Fachhändler vorbei und kann euch dort helfen, mal ein Spiel zu finden. Wir werden sehen, wir werden es auch euch verkünden. Ansonsten schaut auf der Webseite von Peter nach. Ich bedanke mich ganz herzlich, entschuldige für den langen Sermon am Ende und dir alles Gute und dann sage ich mal Bye-bye Berlin. Bleibt mir gesund dort oben und auf einen hoffentlich freieren Sommer. Aber wenn es länger dauert, dauert es länger. Wir kommen auf jeden Fall wieder, würde ich sagen. Genau. Tschüss, danke, bleibt gesund. Tschüss, Peter. Es dauert. Hier, wir bleiben hier stehen.